Ich darf mich für den Vorsitz bedanken, Georg, natürlich für die Einladung, Thomas, fürs Mitdiskutieren. Die Tumoren des oberen Gastrointestinaltrakts, ich werde eine negative Studie zum Ösophaguskarzinom und mehrere Studien zum Magenkarzinom zeigen. Der Überbegriff könnte lauten molekulare Therapie, monoklonale Antikörper bei Tumoren des oberen Gastrointestinaltrakts. Das ist tatsächlich eine Session geworden, wo fast ausschließlich zu diesen Themen in den unterschiedlichsten Indikationen Untersuchungen vorliegen. Ich möchte mit dem Fazit vielleicht beginnen. Ich glaube, am Ende dieses Vortrags haben wir einiges gelernt über neue Möglichkeiten. Wir haben vielleicht abseits der Zulassung die eine oder andere Option gewonnen. Wir werden aber vor allem lernen, wohin die Entwicklung geht und was wir in den nächsten Jahren hoffentlich dann auch als therapieentscheidend sehen. Im ersten haben wir einiges an neuen Informationen zur kurativen Therapie des Magenkarzinoms. Sie wissen, dass in dieser Situation die perioperative Chemotherapie mit FLOT der Standard ist, außer in UT1-Tumoren, wo die primäre Operation angestrebt werden kann. Und hier stellt sich die Frage, kann man durch die Zunahme von Biologicals eine Veränderung, eine Verbesserung vielleicht erzielen? Und die zweite Frage, wie behandeln wir denn HER2-positive Magenkarzinome? Beide Situationen sind hier für gastroösophageale Übergangskarzinome und Magenkarzinome untersucht. Die erste Studie ist die RAMSES-Studie, eine Studie der deutschen Studiengruppe, wie überhaupt die IO heute einen Hauptbeitrag, muss ich sagen, bei diesem ASCO geleistet hat. Diese Studie untersucht die Zunahme von Ramucirumab perioperativ zu FLOT. Ramucirumab kennen Sie aus der Zweitlinientherapie des Magenkarzinoms, auch beim Bronchuskarzinom und beim Kolorektalkarzinom, eine zugelassene antiangiogenetische Substanz. Und die Studie ist deshalb interessant, weil wir in genau dieser Situation negative Daten haben für eine Kombination perioperative Chemotherapie mit Bevacizumab, auch einen antiangiogenetischen Antikörper. Ramucirumab bringt in der zweiten Therapielinie palliative Situation einen eindeutigen Vorteil, Mono- und in Kombinationstherapie. Und die Frage ist hier, wie ist dieser Einsatz in der perioperativen Therapie? Nicht ganz unproblematisch, wie gesagt, Bevacizumab eine negative Studie und auch in der ersten Therapielinie der fortgeschrittenen palliativen Situation bringt Ramucirumab zur Chemotherapie hier keinen Vorteil. Das ist eine Studie, die als Phase-2-Studie vorgestellt wird und dann in der Folge auf Phase-2 erweitert werden sollte. Und der primäre Endpunkt ist die pathologische komplette Remissionsrate. Um die Studie zu verstehen, muss man vielleicht noch zwei weitere Dinge wissen. Das ist eine erste Auswertung der Phase-1-Teile, also wir haben noch keine Phase-2-Ergebnisse. Und die Patientenkollektive sind zumindest etwas ungewöhnlich, sind ein bisschen weniger als die Hälfte klassische Magenkarzinompatienten, aber es sind zwischen 43 und 37% tatsächlich Siegelringzellkarzinome oder Siegelring-like-Karzinome. Das ist sicher überrepräsentiert in dieser Studie. Die Ergebnisse im primären Endpunkt hier in der zweiten Zeile von unten zu sehen, kein signifikanter Vorteil. Und das wäre eigentlich sozusagen das Eingangskriterium für die Phase-3-Studie gewesen, dass man hier einen Vorteil in der PCR-Rate erreicht. Aber beachten Sie, in beiden Situationen fast unglaubliche 30% pathologische Komplettremissionsraten und das bei dem hohen Anteil von Siebenringkarzinomen. Das ist gelinde gesagt ein sehr ungewöhnliches Ergebnis, 30 und 27%. In einem sekundären Endpunkt, die R0-Resektionsrate, zeigt sich hier durch die Zugabe von Ramucirumab zumindest ein positives Signal. Fast bei 100% der Patienten konnte R0-Resektion erreicht werden. Das ist signifikant und hat offensichtlich dazu geführt, dass die Studienteams überzeugt sind, dass das ein effektiver Ansatz ist. Die Phase 3 ist im Laufen und wir werden hier endgültige Beurteilung sehen. Also ein erstes vielleicht positives Signal für eine perioperative Therapie mit antiangiogenetischen Substanzen. Hier hat man bisher nur negative Ergebnisse gesehen. Auf ein zweites Ergebnis warten wir schon sehr, sehr lange. Das ist die Fragestellung, wie sollen wir HER2-positive Patienten in der kurativen Situation behandeln? Sie wissen, dass ungefähr 15% der Magenkarzinompatienten HER2-positiv sind. Man mag einwerfen, wir wissen das nicht immer zwangsläufig in der kurativen Situation, weil wir hier bisher keine therapeutische Strategie hatten. Umso interessanter auch hier wieder eine im deutschen Lied geführte Studie, die Petrarca-Studie, die ebenfalls als Phase 2, Phase 3 Studie gedacht war. Und hier ähnliches Design, FLOT perioperativ, sicher der Standard, plus minus Trastuzumab und Pertuzumab, duale Anti-HER-Inhibition, wie wir sie vom Mammakarzinom kennen.
Die Studie hat im primären Endpunkt die pathologische komplette Remissionsrate und hier wurde davon ausgegangen, dass wenn es hier zu einer Verdoppelung der PCR-Rate käme durch die Zugabe der dualen Therapie, dann würde man in eine weitere Phase 3-Studie gehen. Die Studie wurde nach 81 Patienten abgebrochen, nicht wegen Futility Remarks, sondern deshalb, weil zeitgleich die palliative Erstlinienstudie, die Trastuzumab und Pertuzumab untersucht hat, die Jacob-Studie, leider keinen Vorteil zeigen konnte, was dazu geführt hat, dass man etwas vorschnell, offensichtlich auch firmenseitig und sponsorseitig, diese Studie leider geschlossen hat. Das heißt, wir sehen nun Phase-2-Ergebnisse von 81 Patienten. Das muss man dazu sagen. Ein Drittel der Patienten waren Sievert-1, also hohe Übergangskarzinome. Ein weiteres Drittel waren Sievert-2 und 3 und ein weiteres Drittel waren klassische Magenkarzinome. Alle Patienten waren zentral HER2-positiv und die Ergebnisse im erkrankungsfreien Überleben, das Gesamtüberleben ist noch nicht signifikant bzw. noch nicht verwertbar, weil es zu wenige Events gibt. Aber im erkrankungsfreien Überleben hier bereits ein Signal für die Zugabe von Trastuzumab und Pertuzumab und das ist wirklich beachtlich, und hier sind die Daten auch näher an der Realität. Sie sehen, dass unter FLOT 12% pathologische Komplettremissionen erreicht werden konnten und unter der Zugabe von Trastuzumab, Pertuzumab diese PCR-Rate nachgerade verdreifacht werden konnte auf 35%. Das ist hochsignifikant und wäre das klassische Signal, um diese Studie weiterzuführen. Leider kommt es nicht dazu, weil eben aufgrund der palliativen Daten diese Studie geschlossen wurde, sodass wir ein starkes Signal für die Therapie haben, aber keinen Standard derzeit. Und wir müssen warten auf die ERTC-Studie, den Innovation Trial, der läuft noch, der ist nicht geschlossen, aber das ist ein komplexer Trial mit drei Strata, Trastuzumab plus Chemotherapie versus Chemotherapie alleine versus Pertuzumab und Trastuzumab-Chemotherapie. 220 Patienten. Hier ist auch PCR der primäre Endpunkt. Und ich denke, dass nach Vorliegen dieser Studie, sie rekrutiert aufgrund der Corona-Situation etwas langsamer und wir werden im September 2020 noch nicht die primären erste Komplettierung haben, aber es wird nicht mehr lange dauern. Und dann haben wir, glaube ich, zwei Phase-2-Daten. Wir haben noch einige kleinere Studien. Ich denke, wir sind letztlich, um die Frage zu beantworten, hier auf eine Meta-Analyse angewiesen. Es wird keine Phase 3 in dieser Situation geben. Ich wechsle ganz kurz zum Esophagus-Karzinom und versuche einen ähnlichen Ansatz zu erwählen. Beim Esophagus-Karzinom haben wir etwa 20%, ein bisschen eine höhere Rate an HER2-positiven Patienten. Und hier gibt es für die kurative Situation ebenfalls derzeit keine Empfehlung. Der RTOG-1010-Trial ist daher interessant. Hier wird eine cross-ähnliche Radiochemotherapie plus minus Trastuzumab untersucht, wobei im Kontrollarm Radiochemotherapie gefolgt von Chirurgie untersucht wird und im experimentellen Arm bereits zur Radiochemotherapie und dann auch als Erhaltungstherapie nach der Operation Trastuzumab eingesetzt wird. Wie gesagt, nur HER2-positive Karzinome und um das kurz zusammenzufassen, hier keinerlei positive Signale. Warum das so ist, wird viel spekuliert und hier werden wir wohl auch noch weitere Untersuchungen bekommen. Aber auch wenn man kritisieren mag, dass es unterschiedliche Patientenkollektive in den einzelnen Armen gibt, es sind alle drei Endpunkte klar negativ, sodass wohl hier zumindest in diesem Konzept keine weitere verfolgungswerte Strategie besteht. Ob das von vornherein eine resistente Situation ist, werden die Daten, die jetzt aufgearbeitet werden, zeigen. Möglicherweise auch eine adaptive Resistenz, besonders unter der Radiochemotherapie. Und vielleicht braucht es hier auch eine duale Hemmung, das wird man sehen, Trastuzumab, Pertuzumab. Aber jedenfalls für das Esophaguskarzinom derzeit kein positives Signal. Dann komme ich zur palliativen Therapie des Magenkarzinoms und hier haben wir überraschenderweise eigentlich nur Daten für die zweite Therapielinie heuer. Die sind allerdings durchaus interessant und berichtenswert. Sie wissen, beim Magenkarzinom richtet sich die Testung oder die Therapie der ersten Therapielinie letztlich nach dem HER2-Testergebnis. Bei HER2-negativen Patienten primär eine Zweier- oder für ausgewählte Patienten eine Dreierkombination und dann in der zweiten Therapielinie das effektivste Schema Ramucirumab kombiniert mit Paclitaxel, alternativ eine Taxan- oder Irinotecan-Monotherapie. Und hier haben wir bereits letztes Jahr die ersten Daten gesehen und heute präsentiere ich reifere Daten für die Frage, kann beim Magenkarzinom
in unterschiedlichen Kollektiven Pembrolizumab eine Zweitlinien-Chemotherapie ersetzen. Das sind die reiferen Daten der KEYNOTE-061-Studie. Hier wurde Pembrolizumab einer reinen Taxan-Therapie gegenübergestellt, also nicht dem derzeit besten Standard, vielleicht Taxan kombiniert mit Ramucirumab. Und in dieser Situation zeigt sich das, was wir von vielen ähnlich gelagerten Studien sehen: Nur in der Gruppe der angereicherten Patienten im CPS-Score größer gleich 10, also jene, die PD-L1 überexprimieren, in diesem etwas komplexeren Score, nur in dieser Gruppe zeigt sich ein Vorteil in der zweiten Therapielinie. In den anderen Stratern weniger deutlich, in der niedrig exprimierenden Gruppe diese Überschneidung, die auch Kollege Ammann gezeigt hat, in dem ersten Kollektiv. Die Toxizität allerdings in dieser Situation durchaus deutlich günstiger für Pembrolizumab, und die Patienten, und das ist auch eine immer gleiche Geschichte, die ansprechen auf die Therapie, sprechen sehr lange an. Was erstmals heuer beim ASCO gezeigt wurde, ist aber möglicherweise eine zweite Diskriminierungsstrategie. Hier wurde in einem Poster auch der TMB, der gesamte Mutation, die Mutationslast untersucht, mit einem wie immer zufällig gewählten Cut-off hier unter 175 oder über 175 Mutationen pro Exon. Und Sie sehen, dass in dieser TMB-High-Kohorte eine eindeutige Verbesserung gezeigt werden kann, sodass wir möglicherweise hier mehr Stratifizierungsmöglichkeit in Zukunft für die zweite Linie bekommen. Interessant ist in dieser Situation aber die Fragestellung für Patienten, die in der Erstlinie Chemotherapie bekommen und jetzt in die Zweitlinie gehen. Wenn wir wissen, Ramucirumab plus Paclitaxel wäre hier der beste, der auch mit dem Response am höchsten reagierende Chemotherapie- und Immuntherapiepartner. Wie verhalte ich mich hier in dieser Situation für Patienten, die unmittelbar vorher ein Taxan erhielten, zum Beispiel eine Flocht-Chemotherapie, oder Patienten, die in dieser Situation eine Neuropathie nach wie vor haben von vielleicht auch einer oxaliplatinhaltigen Therapie? Hier ist Taxan-Kombination sicherlich nicht ideal, und daher haben wir schon mit Spannung auf die ersten etwas reiferen Ergebnisse, die Sylvie Lorenzen berichtet hat, aus einer Studie gewartet, die nun Chemotherapie FOLFIRI, also ein irinotecanhaltiges Schema mit Ramucirumab in der zweiten Linie untersucht hat. Und das waren Patienten, die unterschiedliche Vortherapien hatten. Ein Teil hatten unmittelbar vorher taxanhaltige Therapie, ein Teil der Patienten waren allerdings taxanfrei behandelt worden, und die erhielten FOLFIRI plus minus Ramucirumab. Und die Ergebnisse hier kurz zusammengefasst: In jener Patientengruppe, die Docetaxel vortherapiert wurde, also jene Patienten, für die wir ja praktisch auch eine Alternative brauchen in der Kombination mit Ramucirumab, zeigt sich in der Kombination Paclitaxel-Ramucirumab ein schlechteres Abschneiden als im experimentellen Arm FOLFIRI-Ramucirumab. Und das deckt sich auch im PFS für diese vortherapierten Patienten, sodass wir hier zumindest auf Phase-2-Ebene doch eine Entscheidungshilfe haben, auch in der Praxis Patienten, die wir in Kombination behandeln wollen, mit einer irinotecanhaltigen Kombination zu behandeln, ob wir wirklich hier irinotecan mit 5-FU kombinieren müssen, wie im FOLFIRI-Protokoll, oder ob irinotecan Mono auch genügt, wissen wir derzeit nicht. In einer laufenden Phase-3-Studie wird dieses Konzept weiterverfolgt, und wir werden hier neue Ergebnisse berichtet bekommen. Ich komme damit schon fast zum Abschluss und zu einem letzten, aus meiner Sicht extrem spannenden Thema, nämlich die Zweitlinientherapie oder spätere Therapielinie für HER2-positive Patienten. Sie wissen, dass wir diese Patienten in der ersten Therapielinie alle in Kombination mit Trastuzumab behandeln sollten, palliatives Setting, Chemotherapie-Backbone, in der Regel ein Platin mit einem Fluoropyrimidin. Wir haben bisher wenig Ergebnisse gehabt für die Therapie nach dieser Chemotherapie, und wir wissen vom letzten Jahr und auch aus Daten, die etwas älter sind, dass Patienten offensichtlich diese HER2-Überexpression zumindest in 2/3 der Fälle nach dieser Therapie, wenn sie refraktär sind, verlieren und nicht mehr profitieren von einer Trastuzumab-Therapie Beyond Progression.
Und diese Situation, die wird verstärkt durch Ergebnisse, die wir auch vor Jahren bekommen haben, wo in der zweiten Therapielinie TDM1 untersucht wurde, dass sie vom Mammakarzinom her kennen in der Gatsby-Studie. Und auch diese Untersuchung, auch diese Studie war negativ, hatte allerdings einige große Schwachpunkte. Und deswegen erwarten wir mit Spannung Ergebnisse, die aus der Destiny-Studie Gastric jetzt untersucht wurden. Gastric 1 höre ich besonders gern, weil das auch das Akronym unserer eigenen AGMT-Studien ist, aber leider Destiny Gastric 1 nicht von der AGMT, sondern eine Studie, die im japanischen Raum durchgeführt wurde. Und hier wird, Anna Amann hat es bereits für das kolorektale Karzinom gezeigt, Trastuzumab deruxtecan, ein Topoisomerase-Inhibitor kombiniert mit Trastuzumab nach vorangegangener Therapie mit Trastuzumab in einer Dritt-, Viert-, Fünftlinien-Situation beim Magenkarzinom untersucht. Also Chemotherapie versus Chemoimmunokonjugat bei HER2-positiven, Trastuzumab vorbehandelten Patienten. Und das Spannende an dieser Situation und vielleicht die Erklärung auch für die Ergebnisse aus dieser Studie sehen Sie hier im roten Karree. 52% bis 61% der Patienten hatten zwei Linien, vor dem sie in die Destiny-Studie inkludiert wurden. Die erste Therapielinie konnte theoretisch eine adjuvante oder perioperative Therapie sein, musste dann aber einen Progress innerhalb von 6 Monaten zeigen. Die zweite Therapielinie war immer eine trastuzumabhältige Therapie. Aber Sie sehen, fast 40% der Patienten hatten drei oder mehr Therapielinien vorher. Das heißt, die hatten in der ersten palliativen Schiene Trastuzumab natürlich 100%, aber die hatten danach auch Trastuzumab-freie Therapielinien und konnten dann in der dritten oder vierten Linie mit Trastuzumab-Deruxtecan behandelt werden. Und Sie sehen hier die beeindruckenden Ergebnisse, die Responsrate durch das Chemoimmunokonjugat deutlich verbessert, von 14% in der reinen Chemogruppe auf 51%, eine hochwirksame Therapie, die sich auch im Gesamtüberlegen in diesen vorbehandelten Patientengruppen für das Magenkarzinom signifikant von 8,4 Monate auf 12,5 verbessern lässt. Ferdefusis, das ist keine toxizitätsfreie Therapie, das haben Sie bereits gesehen, die Nebenwirkungen sind beträchtlich, aber dennoch für diese Situation das erste positive Signal für eine Therapie gegen HER2 neu nach einem Progress von Trastuzumab und aus diesem Grund höchst bemerkenswert mit starken Endpunkten. Obwohl die Gatsby-Studie negativ war. Nun, hier sind zwei, drei Unterschiede. Erstens, Gatsby hat unmittelbar nach Trastuzumab Initialtherapie geswitcht. Das ist sicherlich hier anders. Hier hatten einige Patienten eben zwei Linien oder mehr und daher ein Chemointervall Trastuzumab frei. Möglicherweise kommt es hier wieder zu einer Hochregulation, ist nicht untersucht. Es wurde hier zentral getestet. Das war bei der Gatsby in dem Fall auch nicht zwingend notwendig. Aber es wurde auch hier nicht extra eine neue Gewebsprobe vor Studienbeginn untersucht. Die most recent Biopsie, die verfügbar war, konnte herangezogen werden. Und ein Caveat sicher in der Situation. Es sind rein asiatische Daten, obwohl in der Trastuzumab-tangierten Therapie das vermutlich nicht ganz so relevant ist. Ich fasse zusammen, es hat sich unser Algorithmus durch diese Stratifikationen und durch diese Ergebnisse nicht wesentlich geändert. Ich denke, wir haben in der Zweitlinie zwar nur auf Phase-2-Ebene einige Möglichkeiten, abseits der Zulassung zu therapieren. Wir haben in der Erstlinie palliativ keine neuen Überlegungen und wir haben ein starkes Signal. Und ich bin gespannt, wann wir hier möglicherweise sogar zulassungsreliable Daten auch in der EU haben. Für das Esophagus-Karzinom kein Signal derzeit, aber wie gesagt, Magenkarzinom kurativ, erste Ergebnisse und auch in der palliativen Situation jeweils für molekulare Therapien in diesen Settings. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit. Ewald, wir haben uns zu bedanken, perfekt wie immer. Was mir besonders geholfen hat, war, dass du als Struktur die DAC und aus den Konsensusdaten mit berücksichtigt hast. Da kann man sich gut durchhandeln in dem Bereich. Kollege Winder, haben Sie was Sie ergänzen wollen dazu? Ja, Ewald, vielen Dank für den schönen Überblick. Das, was mich auch sehr gewundert hat, ist in der perioperativen Therapie die pathologischen Komplettremissionsraten, auch in der Kontrollgruppe,
Die waren in der Kontrollgruppe auch bei 30% und von der Flot 4 kennen wir es bei 15-16% die pathologischen Komplettremissionen. Vielversprechend, aber es verwundert einen etwas, weil es die gleichen Regime sind schlussendlich. Aber vielleicht war es die zwei, wo ich nochmals darauf hinweisen möchte, für die klinisch wirklich relevanten und guten Studien ist hier die Ramirez, wo wir uns ja hoffen, dass wir das Irinotecan in der Zweitlinie einsetzen können. Bei der Keynote ist meine Frage an dich auch, Ewald. Du hast nur die Daten gezeigt mit der TMB High. Und da wurde der Cut-off, glaube ich, bei 165 Mutationen pro Megabasen verwendet. Ich meine, wir haben jetzt einige Tests für Tumormutationslast gemacht und die TMB High mit 165 Mutationen pro Megabase ist etwas extrem Seltenes. Also, ich weiß nicht, ich bin nicht selten, also ich glaube, das kann ich an zwei Händen abzählen, weil ich so eine hohe Tumormutationslast gesehen habe. Das wird eine sehr, sehr kleine Subgruppe. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Sehe genau gleich, es waren sogar 175, das heißt, das ist der Cut-off ja noch höher gelegt worden. Mhm. Das ist auch in der Studie vom Diskutanten natürlich thematisiert worden, weil wir hier arbiträr sozusagen eine Situation uns herausfiltern der extrem wirksamen Patienten. Ich glaube aber, und das ist nicht stringent für alle Magenkarzinom-Studien, die Checkpoint-Inhibitoren untersucht haben, gezeigt worden, hier sehen wir zumindest ein Signal, dass TMB eine Rolle spielt. Und deswegen denke ich, vielleicht gibt es sozusagen einen Compound-prädiktiven Marker, den wir dann bekommen. Vielleicht TMB mit niedrigerem Cut-off kombiniert mit CPS-Score größer gleich 5. Weil auch die Patienten mit CPS-Score größer gleich 10 und für die haben wir ja relativ reliable Daten, sind natürlich auch relativ wenig Patienten. Aber ich denke, wir haben keine Zulassung für diese Situation, aber das wäre ein Kollektiv, wo man in der zweiten Therapielinie mit Einschränkungen so ein Konzept verfolgen könnte. Wir waren ja in unserem österreichischen Konsensus eigentlich sogar diesbezüglich ein bisschen weicher. Ich denke, jetzt mit den Daten, auch mit den Daten, die Irinotecan in Kombination mit Ramucirumab untersuchen, haben wir einfach in der Ramucirumab-Kombination mehr Optionen, auch wenn noch keine Phase-3-Daten. Und deswegen glaube ich, wird es noch ein bisschen individueller vielleicht in der Therapieentscheidung der zweiten Linie, weil wir doch Chemo-Immunokombinationen mit Ramucirumab anbieten können und für die CPS größer gleich 10 möglicherweise ein Checkpoint-Inhibitor. Spannend wäre, wie viel von diesen TMB-High-Patienten MSI-High waren, weil das ist so das klassische Kollektiv, glaube ich, und dort wissen wir, dass die Immuntherapie gut wirkt. Ja. Georg Ball, bitte. Ja, meine Frage zielt in einen ähnlichen Bereich ab. Wir sammeln da jetzt sozusagen beim Magenkarzinom Biomarker. Ja? Wir haben PD-L1, TPS, CPS, wir haben EBV, wir haben MSI, wir haben jetzt TMB. Und wir sehen letztendlich meistens nur Präsentationen, die entweder das eine oder das andere abbilden und dann uns die Kurven zeigen. Ich glaube, Ewald, du hast es schon erwähnt, das, was mich da besonders interessieren würde, hilft uns das TMB, zusätzliche Patienten sozusagen zu definieren, die wir mit dem CPS alleine vielleicht nicht identifizieren können. Was ist mit dem CPS-Low-Patienten, der TMB-High ist und MSI-negativ ist? Ist das ein Patient, der von einer solchen Therapie auch so gut profitiert? Kennst du zur Kombination dieser Biomarker irgendwelche Daten? Wir haben dasselbe Problem bei anderen Entitäten, auch beim Lungenkarzinom, dass wir immer entweder das eine oder das andere präsentiert bekommen, aber nie das Ganze sozusagen als Gesamtbild. Genau, und dann kommt noch dazu, dass wir bei unterschiedlichen Checkpoint-Inhibitoren wieder unterschiedliche prädiktive Marker untersucht haben und auch hier in die Schwierigkeit dann kommen, PD-L1-Expression oder CPS-Score oder All-Comers wie in der letzten Therapielinie. Also das ist schwierig. Es gibt nur kleine Untersuchungen, die versuchen sozusagen hier kombinierte Endpunkte zu finden. Ich glaube, letztendlich wird es nur über die Situation gehen, dass wir, so wie es derzeit ausschaut, unterschiedliche Patientengruppen mit jeweils einem harten Endpunkt, also zum Beispiel TMB-High oder CPS größer gleich 10, oder vielleicht die ganz winzige Gruppe der EBV-Assoziierten bekommen und hier sozusagen dann aufsummieren die einzelnen Patienten. Aber das wirklich Spannende wäre eben in der niedriger selektionierten Kollektivsituation
durch das Kombinieren von unterschiedlich prädiktiven Markern dann eben Patienten, die es nämlich gibt, herauszufiltern, die wirklich gut ansprechen, weil wir haben ja auch in den Alzheimer's Patienten, die in kein Schema hineinpassen, aber überraschend gut respondieren auf die Therapie. Gut, Ewald, ich habe deinen Vortrag sehr aufmerksam verfolgt und du hast bei der Flott-Ramucirumab-Studie die hohe pathologische Remissionsrate angesprochen. Ich habe aber aufmerksam gelesen, da sind auch die nearly kompletten pathologischen Remissionen dabei und es gibt da Chirurgen, die nearly near was resizieren. Wie ist das genau definiert worden oder vielleicht könnte man das den Pathologen weitergeben, nicht, dass einzelne Tumorzellnester auch jenseits der Muskularis könnten als nearly bezeichnet werden. Gibt es da Hinweise, wie das definiert wurde? T1? PT1? Oder? Ich glaube, mich erinnern zu können, dass es weniger als 10 Zellen waren, die nachgewiesen wurden in dem High-Power-Feld. Aber das ist sicher grundsätzlich etwas, was wir alle, glaube ich, schwer nachvollziehen können, dass wir da 30% von mir aus auch nearly complete pathological remissions haben in einem Kollektiv, wo 40% Siegelringkarzinome sind. Also das ist irgendwie, und da gibt es dann auch noch histologisch die Untergruppe der Siegelring-like-Karzinome. Das ist ja auch etwas schwammig definiert, muss ich sagen. Also das ist sicher ein Schwachpunkt der Studie, aber die Studie ist das, was es ist, nämlich Phase 2. Und deswegen denke ich, wir sehen zumindest in der Null-Resektionsrate ein Signal. Ich würde an und für sich, wenn der primäre Endpunkt PCR ist und hier kein Unterschied ist, dann sagen, das muss man sich gut anschauen, ob man hier in die Phase 3 geht. Aber offensichtlich ist für die Studienautoren die hohe R0-Resektionsrate im experimentellen Arm interessant genug, um dieses Stratum weiter zu verfolgen. Ewald, du hast wieder perfekt wie alles, wie immer alles gebracht. Es sind keine Fragen offen. Danke vielmals noch einmal dazu.